Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum JFD Live Trading TV am 23.06.10:50 Uhr. Wir schauen auf den DAX, der sich heute auch nicht bändigen lässt, vielmehr weiter nach oben strebt. Die Märkte antizipieren oder partizipieren hier vielmehr vorab eine weitere Einigung oder letztlich hier die Segnung dessen, dass es alles nicht so schlimm ist. Der DAX strebt weiter nach oben und hat hier ein ganz, ganz signifikantes Level durchbrochen, was jetzt tatsächlich eine weitere Aufwertung trotz der dynamischen Rallye seit den Tiefpunkten, und man muss natürlich ausgehend oder sagen, von den Niveaus hier bei 10.800 Punkten sind wir eben schon 700, 800 Punkte nach oben geschossen. Aber das kann hier tatsächlich das Ende der laufenden Konsolidierungsbewegung, die hier ihren Anfang genommen hat im April, gewesen sein. Deswegen fangen wir ja erstmal im Tagesschart an. Und da war gestern die Intention eben jene, dass das Chance-Risiko-Verhältnis für mögliche Short-Engagements durchaus unter keinem schlechten Stern steht. Denn Sie werden sich erinnern, wenn Sie die gestrige Abendsendung gesehen haben, der DAX hat hier am Dienstag und Freitag sehr schwache statistische Handelstage. Der Freitag ist exorbitant schwach. Sie sehen es hier mit nur 38% positiver Schlusspreise, wenngleich am Vortag, der Donnerstag, mit 64% wieder mal eine ganz klar positive Tendenz zu erkennen ist. Aber Dienstag war rein statistisch eben ein Stück weit schwächer. Das Ganze hier im Widerstandsbereich um 11.350, 11.400 Punkten und unterhalb dieser Abwärtstrendlinie durchaus ein interessantes Szenario. Das nochmal gekoppelt mit der jetzt aktualisierten Saisonalität sprach kurzfristig durchaus für die Möglichkeit, dass der DAX hier erstmal eine Verschnaufpause macht. Mit den jetzigen Impulsen und sollte die Tageskerze heute weiter ausgebaut bzw. insbesondere eben ein Tagesschluss über 11.520 Punkten erfolgen, dann muss man hier eine ganz klare Präferenz auf weiter steigende Preise setzen. Es kann natürlich dann im Rahmen der Ausbruchsbewegung zu einem Pullback kommen. Es würde sich dann hier, zeige ich Ihnen gleich mal, wenn jetzt heute die Kerze beispielsweise ein weiteres Hoch feiert in Richtung 11.700, dann ist nicht auszuschließen, dass natürlich auch Pullbacks kurzfristige Schocks einherziehen. Aber das Bild hat sich hier mit den Bewegungen der letzten 2 Tage, und Ausgangspunkt war hier nach wie vor auch gestern schon die erwähnte Hammerkerze, die wir hier am 16.06. sehr, sehr schön eingefangen haben. Und genau die Kerze ist mit dem Tief an jenem Tag tatsächlich der Startpunkt gewesen für eine bis heute anhaltende Aufwärtsbewegung, die jetzt die Tendenzen aufweist, sich eben weiter fortzusetzen. Also der DAX muss hier auch keinesfalls konsolidieren. Mit dem Ausbruch über 11.500, 11.520, das war das Trigger-Level, muss man ganz klar sagen, hat sich der Markt hier weiteres Potenzial nach oben aufgebaut. Ganz klar. Und die Hammerkerze, muss man wirklich sagen, war hier im Bereich der unteren Trendkanallinie eine Einladung, eine buchstäbliche Einladung für einen weiteren Aufwärtsimpuls. Sie sahen an den nachfolgenden Tagen, war hier wirklich die ja, eigene Überzeugung gefragt, im Sinne hier nicht schwach zu werden. Der Markt hat hier aber möglicherweise tatsächlich erst den Beginn der Aufwärtsbewegung eingeleitet, denn wir sehen mit der großen Konsolidierung hier aus diesem Allzeithoch kommt in diesem Abwärtstrendkanal, kann das Ganze jetzt hier beendet sein, eben mit dem Ausbruch über 11.520. Und wenn wir uns jetzt nochmal ein Stück weit rauszoomen, dann wollen wir jetzt hier auf Tagesbasis nochmal die Situation dahingehend erfassen, dass wenn wir hier die Fibonacci-Levels mal zu Rate ziehen, die jetzt ein Stück weit grau hervorgehoben sind, dann sehen wir, dass der Preis sich zwischen dem 23.6er und 38.2er Level hier praktisch gefangen hat, stabilisiert hat. Also hier seit der Rallye-Bewegung vom Oktober, wo der DAX ja eben hier seine knapp 50% ja, absolviert hat in rund 6 Monaten. Und dieses Niveau wurde jetzt so rund 30% konsolidiert. Und das ist eine sehr, sehr schöne Ausgangsbasis, um hier daran anzuknüpfen. Wenngleich, wir haben die Sommermonate vor uns. Und es gab in den letzten Jahren immer wieder eine Sommerrallye-Bewegungen, aber Sie wissen auch, dass statistisch gesehen der Sommer eher ein schwächerer, ja, Handelszeitraum ist. Und insofern hätte der DAX hier auch gut dran arbeiten können, hier noch ein Stück weiter zurückzusetzen. Hier die Marke von 10.000 Punkten wäre gerade auch für viele Analysten, technische Analysten, eine Parademarke, um hier dann ein Pullback zu feiern. Aber das scheint der DAX nicht tun zu wollen. Der DAX strebt hier weiter nach oben. Und wenn wir, wie gesagt, die Niveaus oberhalb von 11.500, 11.520 halten können, dann sieht das gut aus, dass hier der Anfang getan worden ist für eine weitere Aufwärtsbewegung Richtung 11.000. 800 Schrägstrich, vielmehr dann noch 11.200 Punkte und letztlich dann
in Richtung Allzeithoch. Also, die Situation hat sich hier ganz klar verbessert. Das kann jetzt hier nur eine Trübung erfahren, wenn jetzt hier wirklich negative Nachrichten aus Griechenland Einfluss halten. Also, das muss man bei diesen von den newsbedingten getriebenen Märkten natürlich ganz klar berücksichtigen. Wenn es jetzt hier irgendeine Hiobsbotschaft gibt, kann der Markt auch schnell kippen und dann muss man reagieren und sich hier entsprechend schnell neu positionieren, umdenken. Aber für mich sieht das alles jetzt hier sehr, sehr bullisch aus. Das ist ganz klar. Entgegen der Saisonalität, entgegen dem, was hier uns eigentlich jetzt bevorstand bis Ende Juli oder an Ende Juni, Anfang Juli, muss man jetzt einfach den Markt nehmen, was er einen darbietet. Auch hier gestern die Konsolidierung in den Abendstunden im Sinne einer Griechenland-Enttäuschung erfolgte nicht. Die Idee war ja hier mit Blick auf den Stundenchart, hey, vielleicht sehen wir nochmal einen Rücklauf in Richtung 11.230 Punkten, gekoppelt mit dieser kurzfristigen Aufwärtstrendlinie, die sich hier auch hervorragend als Kanal darstellen lässt, wäre das ein Paradebeispiel im Sinne eines untergeordneten Pullbacks gewesen, um dann hier den DAX günstiger einzusammeln. Und Sie sehen den blauen Tendenzfall im Stundenchart, der ging gestern schon nach oben und der geht auch weiter nach oben. Und jetzt ist eben die Situation, wie schon gesagt, auch auf Tagesbasis. Wir sollten das Level von 11.500 Punkten nicht nachhaltig unterschreiten. Dann sieht das sehr gut aus, dass der DAX hier weitere Aufwärtsimpulse feiern könnte. Anhand des Wochenpivotpunktes 11.700, 11.757 wären hier die nächsten Ziele. Und das ist aber genau das, wohin der DAX jetzt grundsätzlich streben sollte. Unterhalb von 11.5 Alternativplan kurzfristiger Natur sind Rücksetzer bis 11.3 an die Aufwärtstrendlinie denkbar. Im Ausdehnungsfall gibt es auch nochmal Spikes in Richtung 11.230 Punkte, aber das ist nicht das präferierte Szenario. Jetzt ist hier vielmehr der Bulle gefragt und insofern würde es mich überraschen, wenn der Markt jetzt hier deutlich nach unten abdreht. Das muss man jetzt ganz klar interpretieren. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es zum DAX mal gewesen für zunächst. Wir werden heute unter Umständen nochmal den DAX unter die Beschau nehmen am Nachmittag, aber die US-Indizes folgen in jedem Falle noch. Insofern freue ich mich drauf, was wir dann da nochmal sehen werden, was wir daraus lesen können. Die Lage bleibt bullisch. Ich hoffe, Sie sind gut positioniert. Falls nicht, bedenken Sie, Absicherungen, Stop-Loss-Level sind da, um Ihr Kapital zu schützen. In dem Zusammenhang wünsche ich Ihnen viel Erfolg und wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder. In diesem Sinne, bis bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.